Hello, liebe Ladies von meinem Outfit of the Day. Heute bin ich mit einer Freundin ins Rathaus eingeladen worden. Rathaus Düsseldorf. Ja, da habe ich mir gedacht, ich ziehe mich ein bisschen, ja, ein bisschen feiner an. Deswegen auch dieses Blüschen in einem, ja, schon wieder Nude Rosé-Ton. Irgendwie in letzter Zeit habe ich ständig diese Töne an, keine Ahnung. Das letzte Video war ja auch mit Rosé-Samtkleid, so Plissé. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, ich habe ja lange überlegt, lange rum experimentiert und ausprobiert. Und ich habe mich doch für eine schwarze Jeanshose entschieden. Ich hatte auch einen Rock angezogen, aber es war mir dann noch ein bisschen zu spießig und zu fein. Und außerdem ist es saukalt draußen. Deshalb mein Look. Ja, diese schöne Bluse mit dieser Schleife finde ich sehr, sehr toll. Mit der schwarzen Jeans kombiniert und Bootsstiefeletten, die ein bisschen derber sind, um ein bisschen stylischer zu wirken. Obenrum etwas seriös, ne? Um nicht zu steif auch zu wirken. Deshalb. Von den Haaren her habe ich mir halt einen Pferdeschwanz gemacht. Ich fühle mich irgendwie wohler, weil das stört mich. Wenn ich nachher eine dicke Jacke anhabe, ich ziehe nachher meine schwarze Wellensteinjacke an. Fokus soll ja hier oben rum sein. Zum Thema Make-up. Ja? Moment, ich mache mal so. Glitzer ein bisschen auf dem Auge. Ihr seht ja, wie ich mich geschminkt habe, passend zu den Tönen und the ring, Glitzer, Glitzer, bling, bling, es muss ja alles schön passen, die Ohrringe dazu und ich finde, so kann man sich ja sehen lassen. Was meint ihr? Es ist okay. Wieso bin ich im Rathaus eingeladen? Ich muss nochmal darauf zurückkommen, ja, wegen Krass e.V., seht ihr nochmal? Könnt ihr auch gerne googeln, was das ist. Es geht darum, Kinder aus bildungsschwachen, was heißt bildungsschwachen? Ja, aus Familien oder Umfeld, die gerne sich im künstlerischen Bereich weiterentwickeln möchten oder einfach was machen möchten. Aber kein Geld da ist. Also so soziale Brennpunkte, die unterstützen wir. Wir bekunsteln die sozusagen. Das heißt, wir setzen uns ein, dass die in AGs, Schul-AGs oder auf den Spielplätzen, jetzt ist es aber zu kalt. Wir haben so ein Kuhmobil, das Krassmobil, und dann wird der Bus irgendwie, habe ich nuschelig heute. Auf jeden Fall kommt der Bus auf den Spielplätzen, da werden Bänke aufgebaut und dann können die Kinder umsonst malen. Es ist alles umsonst. Wir haben jetzt auch seit ein, zwei Monaten ungefähr, ein Kinderatelier gestellt bekommen auf der Linienstraße 78. Da können die Kinder von dienstags bis freitags von 16 bis 18 Uhr kommen. Basteln, malen, was auch immer. Wir setzen uns halt dafür ein, dass die Kinder auch tanzen können. Theater, da kommen, zurzeit haben wir das Projekt Märchenprojekt. Dann werden die Kinder, dürfen sich aussuchen, welches Märchen die spielen wollen. Ob sie das in Form von Theater oder rappen, tanzen, singen, ist egal. So, deshalb, wegen dem Krass-Verein, eingetragenen Kunstverein, sind wir eingeladen worden. Die Gründerin, die Claudia Seidenstecker, ihr könnt die gerne googeln, und ich. Und auch andere Ehrenamtliche unter anderem, aber die Claudia kann leider nicht. Deshalb wird mich eine Freundin begleiten. So, wir finanzieren uns durch Spenden. Ja, Metro ist ein ganz großer Spender. Die haben uns so viel Geld gespendet, dass wir das Projekt Arche Noah
umsetzen konnten. Und der berühmte Wagenbauer Jacques Tilly hat angefangen, den Wagen zu bauen. So. Aber es geht ja um Outfit of the Day, ne? Nur damit ihr wisst, warum ich im Rathaus gleich bin mit einer Freundin. Ne? Deshalb das Outfit. Leicht spießig, wie ich sagen würde. Aber trotzdem ein cooler, stylischer Look. So, das ist meine Tasche dazu. Vielleicht doch so. Jetzt habe ich lange drum herum gequatscht. So, das ist der Look. Gleich mit meiner dicken Jacke. Ja, und wenn ich nachher die Jacke ausgezogen habe, kann man sich doch sehen lassen, ne? So, zum einen offiziellen Anlass, wenn man nicht zu spießig gekleidet werden möchte, sein möchte, mit Blazer und so. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist das Outfit of the Day fürs Rathaus. Ein Tag vor Nikolaus. Viel Spaß beim Nachstylen. In diesem Sinne, ich mache mich mal auf die Socken. Ciao, ciao, Ladies.